Hintergrund seht ihr Johannes. Und der hat hier jetzt ein paar Wochen bei uns ein Praktikum gemacht und er erzählt mal seine Eindrücke. Ich bin Johannes, ich habe in Hohenheim studiere ich Landwirtschaft und bin hergekommen, um diese muttergebundene Kälberaufzucht mir irgendwie anzuschauen, wie das wirklich in der Praxis funktioniert. Weil das ist ja noch recht neu und jeder macht das so ein bisschen anders. Und da wollte ich mal gucken, wie das funktioniert und es hat mir sehr gut gefallen. Und außerdem finde ich gut, dass es hier so ein ganzes Konzept geht. Es geht nicht irgendwie nur um die Milch, sondern dann geht es um den Charakter der Tiere und das Fleisch wird auch berücksichtigt. Und nebenher entsteht so eine Solawi, was natürlich auch irgendwie interessante Menschen anlockt. Und ja, am meisten begeistert bin ich eigentlich von der Hofatmosphäre und der Gemeinschaft. So wie die Leute leben, schaut man sich natürlich auch immer an. Also Leute, wenn man Lust hat, meldet euch. Wir freuen uns immer auf spannende Charaktere hier auf dem Hof, die sich mal mit einbringen und von uns lernen und wir von denen.